Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. So, wir müssen uns jetzt aber einmal in die Richtung hier wenden, wo es ja, wo es ein bisschen ruckelt, damit wir die Crimson Fleet mal ausschalten können. So, der Schlüssel, da müssen wir jetzt reisen. So, das ruckelt hier viel. Die FPS gehen hier richtig zur Neige. Finde ich ein bisschen doof, aber naja, das liegt an diesen Wolken. Aber wir haben schon ein bisschen was hier demoliert, zerstört, sagen wir so. So. Lady Ludmilla. Okay. Dreifacher Anteil für den, der den Verräter ausschaltet. Alle Schiffe, Verteidigungsformation. Jillian Top, okay. So, jetzt kann ich losfliegen. Komm, wen fangen wir an? Den da. Gott. Nice. Das finde ich jetzt irgendwie geil. Lady Ludmilla erledigt. Teilchengeschütz, was? Was für Teilchengeschütze? So, warte, 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 warte. Da haben wir Hound. Da haben wir den nächsten. Komm, so. Nochmal drehen. Ui, ui, ui. Mein Schild. Okay, das wird ein bisschen. Was greift mich hier an? Ich will den da. Ja, das Swan. Da haben wir's. So. Nein. Okay. Das war jetzt ein bisschen heftiger hier. Der Kampf war jetzt ein bisschen heftiger. Da müssen wir mal irgendwie eine bessere Strategie einfallen lassen. Das sind sehr viele Gegner. Aber wir haben schon eigentlich an sich eine geile Bewaffnung, kann man sagen. So. Ja, jetzt erstmal das Telefonat. Wo ist die verdammte Vigilance? Was verloren, Toft? Neva kümmert sich gerade um dein Flaggschiff. Ich würde nicht auf Verstärkung hoffen. Dann habe ich genug Zeit, um eure Schiffe aus der Leere zu pusten. Okay, Fleet. Dreifacher Anteil für den, der den Verräter ausschaltet. Alle Schiffe, Verteidigungsformation. So, okay. Fangen wir erstmal mit den Dingern da an. Das sind die schwer, die schlimmen Dinger, sagen wir mal so, diese Teilchendinger. So. Da ist der nächste. Komm. Wo ist. Ah, okay. Warte. Den da. Nee. Hier, den. Blind Bat. Komm. Komm, triff den. So, wo werde ich noch angegriffen? Irgendwas greift mich an. Wer greift mich an? Alter, das sind zu viele Schnücke hier. Warte, was haben wir da? Wir haben hier doch irgendwo noch ein Teilchen-Ding.
Komm! Da hinten! Visier doch den richtigen an! Der visiert einfach die falschen Dinge an. Freya's Ray. Rage. Alter, da sind zu viele Gegner gerade. Ich habe aber auch nichts mehr zum Reparieren, verdammt. Warte. Kann ich eben noch schnell, jetzt haben wir Rang 4. Gemeistert, okay. Nein! Okay, das haben wir wieder verkackt. Das sind echt zu viele Gegner gerade. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gelöst kriegen soll. So, einen Moment. So, die United Colony. Okay, da wie. So, nochmal den Text. Da stimmt was nicht. Wo ist die verdammte Vigilance? Was verloren, Toft? Nee, dann habe ich genug. Okay, flieh. Alle Schiffe, verteidigen. So. Ja, ja, komm. Ich will jetzt endlich loslegen. Da hinten. So. Und da haben wir noch ein Teilchen-Ding. Und da unten. Das waren drei Stück, okay. Okay, an die kommen wir nicht ran. Lady Ludmilla fangen wir mal an. So, vielleicht ein bisschen Abstand zu denen. Versuchen zu sammeln. So, Moonschild. Warte mal, was... Hier, da haben wir noch einen. Okay, der kommt direkt auf uns zu. So, mehr in diese Richtung gehen. So, schnell weg. Wer ballert da? Jetzt habe ich nichts mehr zum Reparieren. Alter, was ist das mit der schweren Geschütz? Wie schnell ist denn der? Komm. So, jetzt schnell weg. Alter, was ist denn das? Das ist mir gerade ein bisschen zu viel hier. Das ist mir gerade echt ein bisschen zu viel. So. Nee, das ist echt zu viel. Ich muss dann vielleicht irgendwie dahin gehen, wo ich ein bisschen außer Reichweite bin. Ja, also erstmal diese Teilchendinger da kaputt machen. Die sind sehr, sehr stark, aber schwach gepanzert. So. So. Erstmal das da. Komm. So, dann haben wir da unten noch jemanden. Und jetzt ein bisschen Abstand. Da werden ja gleich ein paar zu uns kommen. Von denen. So. Warte, da war es doch. Ja, das Swan. Die müssen wir als Erste wegmachen. So. Dann drehen da. Was für Raketen? Oh.
So. Boah, bitte, bitte habt Teile, bitte habt Teile, bitte habt Teile, bitte habt Teile. Komm, bitte. So. Wer greift hier an? Da. Nee. Der. Moonschild. So. Wo ist denn der nächste? Komm! Wir müssen das überstehen! Ja! Meine Hülle ist am Arsch. Ich muss irgendwo fliehen, hallo? Ich muss die Flucht ergreifen. Komm, den Schock müssen wir auch noch schaffen. Ich bin richtig am Arsch gerade. Obwohl, ne, jetzt geht das. Oh, nice. So. Autsch. Okay, geil. Das haben wir überstanden. Geh an Bord des Schlüssels. So, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich irgendwie was zum Reparieren finde. Bei den Schiffen. Bei den Wracks. So, aber... Ah, automatisch speichern. Okay, nice. Dann können wir das jetzt doch endlich machen. So. Was ist damit? Ja, das Warn. Boah, die Musik ist aber auch krass gerade. So, da haben wir auch nochmal was zum Einsammeln. Ja, wenigstens Antriebe und so weiter, die füllen sich langsam wieder auf. So. 3000. Hier, den da zuerst. Oder was ist damit? Das da, hallo. Okay, das ist zu weit weg. Dann bleiben wir bei dem. Dann bleiben wir bei dem. Die Musik ist aber auch sehr laut gerade. So, nochmal Vollgas. Wir sind aber auch schon ein paar Mal jetzt gerade draufgegangen, deswegen. Aber immerhin haben wir das eine Ding hier jetzt fertig. Mit dem Schiff. Mit dem Fliegen. Schiffsteile, nice. Einmal kurz reparieren alles. So. Freya's Rage. Warte mal, die scheint... näher zu sein. Nee, doch nicht. Okay, dann erst Freya's Rage. So. Nee, das... Ich glaube, das hier war näher. Ja, das war näher. Und den da. Komm. So. Was ist da?
Irgendwo gibt es ja noch Loot. Einen ist da noch gleich links irgendwo von uns. Nice, nochmal Schiffsteile. Wo ist das letzte Stück Loot? Da. Von Lady Ludmilla. Die müssen wir auch noch einsammeln. Ey! Rammt er mich hier einfach? Frechheit. Komm, noch ein bisschen. So. Okay, Ruf können wir nicht. Gut, dann docken wir an. Jo, und steigen ein. So, da bin ich jetzt gespannt. Das kann nicht mein Fall. Am besten übernimmst du das Reden. So, einen Moment. Ich bin sofort wieder da, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Musste einmal ganz kurz jemanden antworten, was wichtig war. So. Ich rüste das hier schon mal aus. So, mal gucken, wer greift uns jetzt hier alles noch an? Ich hinterhältige Schwein. Da schreien schon ein paar Leute. Habt ihr gehört? Da haben Leute geschrien. So. Was für falscher Alarm. So. Jetzt bin ich aber froh, dass Sarah dabei ist und mithilft und wahllos rumballert. Gibt es hier irgendwas, aber was ich klauen kann, was ich einsammeln kann? Er hat es versucht. Er war mutig. Mit dem Messer zur Schießerei zu gehen. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dockingschleuse unzugänglich. Okay, es geht nur in eine Richtung hier. Das ist dann auch eine Dockingschleuse unzugänglich. Was haben wir hier? Können wir mal knacken. So. Das wäre hier. Und das wäre dann hier. So wie das hier und... Nein. Dann vielleicht das hier und das hier. Okay, dann klappt das auch nicht. Warte mal. So, ich muss eben ganz kurz schauen, überlegen, nachdenken. Wenn ich das hier hinpacke, dann kann das hier hin. Dann kann das hier bleiben. Und das hier hin. Wie dämlich kann man sich anstellen? Auch Dockingschleuse. Ja. Ah, hier einmal aufmachen. Erstmal daneben schießen. Wow, wow. Worauf schießt du denn bitte?
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. So. Hallo und willkommen bei Galactalk auf SNN. Ich bin Gail Dunnigan. Mein Gast heute ist einer der berüchtigsten Verbrecher der besiedelten Systeme. Seine Skrupellosigkeit und Gier. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. So. Okay, bevor wir da weitergehen, muss ich auch wieder noch einmal kurz eine kleine Unterbrechung machen. Bis gleich. So. Das müsste jetzt endlich fertig sein. Dann. So. Crimson Fleet Roboter, okay. Der muss ich jetzt auch noch versuchen. So. Was hat er da gehabt? Oh, warte mal. Da brauchen wir bessere Waffe. Und nochmal den hier. So, der muss schon mit so was angegriffen werden. So, dann nehmen wir wieder den hier. So, das nehmen wir alles mit. Ey. Okay, die erste haben wir leider jetzt schon erledigen müssen. Die hat noch irgendwas gesagt gehabt, aber ich habe nichts verstanden. So, aber das nehmen wir alles mit hier. Scheint nützlich zu sein. So, was Brot haben wir hier? Leiterplatte brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Desmonds Computer, was können wir hier machen? Mechaniker, Dell wollte wissen, ob ich für die Wartung hier noch zusätzliche Mechaniker benötige. Ich meinte, die würden mir bloß in die Quere kommen. Das sollte nicht arrogant klingen, aber zu manchen Dingen bin halt nur ich in der Lage. Ein anderer Mechaniker würde nicht begreifen, wie wir diese Station mit Klebeband und Maschendraht zusammenhalten. Dafür mache ich das schon zu lange. Das gleiche gilt für die Schiffe. So, die Astraea. Ich wusste, was mich bei der Fleet erwartet, aber es ging immer nur um mein Leben. Also kam ich damit klar. Kein Ding. Aber das hier ist was anderes. Neff liebt das alles. Sie geht im Piratenleben völlig auf. Und die beste Möglichkeit, auf sie aufzupassen, ist, an ihrem Schiff zu arbeiten. Jede Schraube, jeden Bolzen und jeden Draht auf der Astraea habe ich persönlich montiert. Und vorsichtshalber habe ich noch ein kleines Extra eingebaut, um sie zu beschützen. Das alles beruhigt mich ein wenig. Aber ganz ausblenden kann ich die Sorgen nicht. Jetzt weiß ich, warum meine Mom mir diese Werkzeugkiste gegeben hat. Damals, als ich wegging. Ich würde sie ja fragen, ob man sich irgendwann weniger Sorgen macht. Aber ich kenne die Antwort schon. So, Robotersteuerung. Kein Signal. Roboter ist kaputt. Türsteuerung. Tür öffnen. Ist aufgeschlossen. Nice. So. Okay, warte mal, aber hier oben gab es ja auch noch was. Ich finde es schade, dass Jasmine jetzt tot ist. Ich hätte ihn lieber festgenommen gehabt. Aber naja, ist dann halt so. So oder so, erstmal alles mitnehmen. Hier ist verriegelt. Hier ist auch dicht. Hört sich nicht so gut an, was auf uns zukommt. So, aber erstmal die ganzen Händler jetzt hier. Hat. Wurde die gerade Schlampe genannt?
So. Hat er mich ein? Wo ist die hin? Was haben wir hier? Tiefensucher? Den nehmen wir mit. Ist zwar geklaut, aber egal. Ganz schnell. Verdammt! Dafür wirst du mit. Klappe. Wir können sie noch abbilden. Weiterspeien. So. Ist leer. Aber hier nehmen wir mit. Hier nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Er ist doch nicht gestohlen, hallo? Ist doch gar nicht gestohlen. Was haben die denn? Warte. Da hat noch was gefehlt. Hier. Einfach mitnehmen, was geht. Ah, ich komme hier nicht rein. Verdammt. Wie komme ich denn da rein? Das Zeug, das ich brauche. War hier nicht aber noch jemand mehr? Okay, Sarah hat Suri getötet. Mathis! Der Verräter, der ursprünglich verraten wurde und... Der hat aber eine ordentliche Rüstung. Okay. Okay, die kriege ich nicht auf. Gibt es hier noch was zum Looten? Kommen wir da rein? Lehrling, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, wie knacken wir das jetzt? Würde so funktionieren und damit dann wahrscheinlich hier. Ja. So. Ja, perfekt. Das. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was ist mit dem? Was ist mit dem Dietrich? Ich will den Dietrich. Hallo. Dann halt nicht. Ja, funzt das halt nicht immer. Den kriegen wir nicht auf. Moment mal. Ich weiß, wer hier noch kommen wird. Ich weiß, wer noch kommen wird. Der eine, der eine Bombe ist, der wird noch kommen. Nach Waffen. Mein Kopf!
Und ich habe wieder vergessen, Mikro wieder einzuschalten. Sorry dafür. Ich weiß nicht, ob man mich vielleicht ein bisschen gehört hat über das über das andere da. Über die Cam. Also über die Cam, über die Kamera. Weil davon das Mikro ist auch sehr leise noch mit drinne. So, die Frage ist nur, wo ist denn eigentlich, wir haben ja jetzt zwei Slates gefunden. Müsste eigentlich noch irgendwo einer sein. Oder ein paar mehr, glaube ich, vielleicht sogar. Für den Gefängnismann da. So, was geht denn hier jetzt wieder ab? So, hier. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Boah, ich hatte jetzt kurz gehofft, die würde sagen, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Was? Aurora! Nice. Noch mehr Schmuggelware. Du hast mir das angetan. Sprich mit Shinya Frost. Ich kann tausende Credits in Sekunden verschlüsseln und neu kodieren. Aber sowas Simples, das habe ich nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Was? Meinetwegen ist meine Bombe jetzt aktiviert. Und ich bin so gut wie tot. Du wolltest die Bombe in deiner Brust... Du wolltest die Bombe in deiner... Tut mir leid, dass es so gekommen ist, Shinya. Sterben müssen wir alle irgendwann. Warum ist die Bombe aktiv? Wenn deine Bombe schon aktiviert wurde, warum lebst du dann noch? Ganz einfach. Sobald ich diesen Raum verlasse, explodiere ich. Ende der Geschichte. Also verhungere ich hier oder gebe auf und mache dem schnell ein Ende. So stellt die Crimson Fleet sich meine Strafe vor. Und warum ist die Bombe aktiv? Da die Systef jetzt hier ist, kann sich die Crimson Fleet nicht erlauben, dass mein Wissen in die falschen Hände gerät. Als die Vigilance eintraf, hat Delgado sie aktiviert. Das ist so, als hätte er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt. Hm? Du wolltest doch die Bombe in deiner Brust. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dem Grund für die Aktivierung direkt ins Gesicht sehe. Ich hab dich gut bezahlt, dich mit Respekt behandelt und dir mehr als einmal Ärger vom Hals gehalten. Schau mir in die Augen und sag mir, warum du das zugelassen hast. Wenigstens das schuldest du mir. Schon lustig, das von jemandem zu hören, der ständig unehrliche Sachen macht. Gib Delgado die Schuld für die Aktivierung. Ich konnte dir ja wohl nicht sagen, dass ich für die Sister arbeite. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Mir Ärger vom Hals gehalten? Was für ein Ärger hat er? Als Rechner hatte ich nicht nur mit Währung, sondern auch mit Menschen zu tun. Und einige davon nehmen Mitglieder der Crimson Fleet ins Visier und lassen sie töten. Wir sind nicht unbedingt überall willkommen. Ihnen Fehlinformationen zu schicken und ihre Slates zuzumüllen, war fast schon ein Fulltime-Job. Aber ich konnte ja wohl schlecht sagen. Nein. Aber hättest du mich gewarnt, hätte ich rausfinden können, wie man hier verschwindet und wenigstens eine Chance gehabt. Ich erwarte nicht, dass du hier bleibst und dir mein ziemlich spektakuläres Ende anschaust. Warum verschwindest du nicht einfach und lässt mich in Ruhe sterben? Ich schwöre, ich werde tun, was nötig ist, um die Bombe zu deaktivieren. Nach allem, was ich gesagt habe, würdest du mir trotzdem helfen? Ich muss ein totaler Idiot sein, weil ich dir glaube, obwohl es keinen Sinn ergibt. Die Bombe kann nur an Delgados Computer im Operationszentrum deaktiviert werden. Wahrscheinlich brauchst du seine ID, um reinzukommen. Die kriege ich wohl. Ich weiß nicht, warum du mir hilfst. Aber ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner Tricks. Okay, ich hatte jetzt gedacht gehabt, das wird so ein Kamikaze-Dude sein, der auf uns losgeht und dann vor uns sich sprengen will. So, jetzt will ich aber erstmal gucken. Regelstange. Nehmen wir mit. Kästchen mit Erde. Warum hat man hier ein Kästchen mit Erde drin? So, gibt's hier noch Slates?
Da ist noch ein Slate. Wo hat dein Aufstieg zum Pir- So. Dann haben wir hier noch Muni. Waffenkoffer. Nehmen wir mit. Hier gibt es sonst nichts. Außer ein paar Gläser. Okay, da sind jetzt andere aufmerksam geworden. Hier hinter wahrscheinlich. Komme ich aber nicht rein. Von hier kamen wir. Wie öffnen wir das jetzt? Achso, ich muss schon hier durch. Okay. So, einmal kurz abwarten, bis ich wieder Sauerstoff habe. So, da unten sind aber auch noch jede Menge. Warte mal, mal gucken, was ich eingesammelt habe an Hilfsmitteln. So, Adikron. Antibiotischer Cocktail. Apfelstücke essen wir. Aurora. Ein starkes und abhängig machendes Halluzinogen. Ja. Battlestim. Schadensresistent. Nehmen wir mal eine. Boxgrog. Boom Up Orange. Ahornsirup. Chicken Tikka. Hafercluster. Nehmen wir auch noch. Also Essen nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal zu uns. Miso-Suppe. So, das nehmen wir. Schiffsteile. Schlangenöl. Squall. So, das müssen wir auch noch essen. Terra Brew Macchiato. Nice. Okay, das war's mit Hilfsmitteln. Haben wir jetzt erstmal ordentlich Schadensresistenz. Für einen gewissen Zeitraum. Oder, ne, nicht resistent, sondern, sind stärker gewappnet, sagen wir mal so. Ach so. Der ging aber schnell drauf. Nehmen wir, was wir kriegen können. Und geben nichts zurück. So, okay, die Gesundheit ging jetzt, So, hier auch nochmal alles mitnehmen. Gibt's hier noch eine Slate? Einen Notizblock? Hier. Und noch ein Kampfmesser, nice. So, da knacken wir mal. Der passt hier nicht, aber der hier definitiv. So wie der hier. Nice, beide passen hier. Dann der zuerst und dann der hier. So, und Notfall. Auch schon mal gut. So, was gibt's denn hier noch? Noch eine, mir das ableben. So, Toxin nehmen wir mit. Das ist ein Missverständnis. Ich weiß wirklich nicht, wer du bist. Natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Dir ist es egal, wer wegen deiner Gier nach Reichtum draufgehen muss. Kampfmesser, du Kampfmesser. Hast meinen Mann umgebracht, du Peter. Und jetzt bringe ich dich um. Shisha-Kanister? Was? Ein Jammer. Achso, das war dem. Wie viel Zeit und Geld sie vergeudet hat. Naja, schaffen wir die Leiche weg. Was ist das denn jetzt?
So, egal, wir müssen jetzt hier auch nochmal einmal kurz looten. Frostwolf. Keine Ahnung, was Frostwolf ist. So, Unterkühlermagnet. Nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir hier finden können. So, hier, genau, hier hatten wir alles. Und dann hier nach oben. Und dann den Rest von oben noch ausschalten. Bis es nach Delgado geht. So, Ausstellungspuppe. Nehmen wir alles einfach mit. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? So, Notizblock und Ordner. Hier ist aber jetzt keine Slate. So, Tür öffnen. Gibt's hier noch eine Slate? Hier gibt es nochmal Waffen auf jeden Fall. Zum Knacken. So. Den hier schon mal. Und. Ne, das müssen wir vielleicht so machen. Ja, dann brauchen wir das. Immerhin funktionieren hier beide. So, haben wir. Los, los! Autsch! Ja, komm. Du scheiß Neuling! Neuling? So, wer ist denn das? Rockoff! Und Edler! So. Nein, von ihm kriegen wir die Credits nicht wieder. Schade. Darf es nicht enden, aber so ist es jetzt geendet. Das tut mir aber auch ein bisschen leid. Eigentlich frage ich, wie es gewesen wäre, wären wir denen beigetreten, also auch bei denen geblieben. Boah, das heißt, ich muss wirklich mal Starfield noch mal ausprobieren, zocken. Um die anderen Dings mal zu erfahren. Die anderen Entscheidungen. So, hier nochmal Muni. Perfekt. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Also hier herrscht überall Chaos. Okay, mehr gibt es hier nicht. Kann es sein, dass das hier vielleicht mein Zimmer gewesen wäre? Hier bei der Crimson Fleet? Ja, okay. Das lohnt sich nicht. Rein da. So. Ich hoffe, wir finden noch eine Slate. Neurojack, keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir trotzdem einfach mit. So, der Schlüssel. Wieder rein. Notizblock, aber keine Slate. So, nehmen wir mit.
Nehmen wir mit. Hier ist noch Slate. Die Verhaftung ab. Oh, meine Verhaftung war spektakulär. Was für die Geschichtsbücher. Die Armada der UC Security dezimierte unsere kleine Flotte nach und nach, bis sich die wenigen Überlebenden auf das Rad retten konnten. Das muss ich kurz erklären. Das war die Sternstation bei Voli, die du kurz vor deiner Verhaftung zerstört hast. Richtig? Tja, das sollten die Leute glauben. Aber die Wahrheit ist sehr viel düster. Es gab auf dem Rad ein Feuergefecht. Wir hatten uns verschanzt, aber die UC Security entfesselte die Hölle. Sie richteten katastrophalen Schaden an. Wir ergaben uns nur, damit die Station nicht explodiert. Tja, die UC sagen, ihr hättet Sprengladungen gelegt, um eure Spuren zu verwischen und zu entkommen. Das ist ihre Geschichte. Was wirklich geschehen ist, muss sie so. Ein Bauchgefühl sorry. Haben. Sorry fürs Husten. Haben sie uns verhaftet und ins Schloss geworfen. Ihr schickes Resort auf Suvorov. Und wie lange warst du komm ich rein? Tja, es sollte lebenslänglich sein. Nope, ich komme hier nicht rein. Aber ich hatte nur 2 Jahre abgesessen. Willst du es persönlich zu Ende bringen? Ich bin hier, um dich zur Vernunft zu bringen. Wenn das heißen soll, dass ich dich umbringen will, hast du recht. Du weißt doch, dass ich Missionen immer bis zum Ende erledige. Zu Ende bringen? Wie meinst du das? Ach, komm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Ich habe mich ziemlich in dir geirrt. Was ist mit dir passiert? Du hattest Ricks Vermächtnis in den Händen und es dann weggegeben. Wofür? Ehre? Gerechtigkeit? Man, ich habe es für mich getan, ich will nur das Richtige tun, man hat mich gezwungen, vielleicht habe ich es noch. Ich will nur das Richtige tun. Ach ja, und warum zur Hölle darf die Systev bestimmen, was richtig und was falsch ist? Ist ein Argument. Suvorov habe ich in dir erstklassiges Piratenmaterial gesehen. Du hättest zu den Besten gehören können. Und jetzt soll ich dir plötzlich glauben, dass ich die ganze Zeit über reingelegt wurde? Dass das irgendein abgekartetes Spiel war? Nein. Niemals. Sei doch einmal aufrichtig. Gib zu, dass du verleitet wurdest. Ich würde meine Moral niemals für Verlockungen aufgeben. Du hast kein Recht, mich hier anzuklagen. Die Welt um mich herum bricht zusammen. Ich glaube, das gibt mir jedes nur bedenkliche Recht. Was ich auch sage, du hast keine Absicht, dich an unseren Pakt zu halten. Hattest du noch nie. Ich habe den Schlüssel schon abgeriegelt und seine Reaktoren werden überlastet. Schon bald werden wir und jeder in der Nähe dieser Station vernichtet. Mal sehen, wie viel dir deine Loyalität zur Systev bringt. Du musst die Überlastung abbrechen. Ich bitte dich darum. Warte mal, kann ich hier... Ich kann nicht speichern, nein! Versuch's trotzdem mal. Warum willst du dich umbringen, statt zu fliehen? Wir wissen beide, dass Ikande mich entweder fangen oder aus der Leere pusten wird, wenn ich versuche, diese Station zu verlassen. Nein, so trete ich nicht ab. Wenn ich sterbe, nehme ich den Schlüssel mit. Niemand wird je wieder einen Fuß auf diese Station setzen. Also du würdest die Station zerstören, um mich zu töten? Deine Arroganz ist unfassbar. Meinst du, ich mache das nur, um dich loszuwerden? Nein, ich weigere mich nur, die erste Person seit Jasper Crix zu sein, die der UC Systev die Station überlässt. Wenn das wirklich das Ende der Crimson Fleet bedeutet, sollen alle wissen, dass wir nicht kampflos untergegangen sind. Ich versuche ihn mal zu überzeugen. Damit ich den Rest meines Lebens als Unbekannter in meiner Zelle schmore. Warum sollte ich das tun? Das ist noch nicht das Ende deiner Geschichte, außer du stirbst hier. Und ich soll vermutlich denken, dass es außerhalb meiner Gefängniszelle endet, nicht in ihr. Aber auch Gefängnistüren öffnen sich. Es ist keine Lösung, die Station in die Luft zu jagen. Die Systev macht das vielleicht sowieso. Vielleicht.
und dann würde ich nur ihre unerledigten Dinge aufräumen. Auch dich. Dich leben zu lassen, wäre vielleicht ein kleiner Sieg. Du hast auf mich auch gepasst, als ich bei der Fleet war. Ich revanchiere mich jetzt. Du hast es bemerkt. Und ja, Leute davon abzuhalten, dich hinterrücks zu erstechen, war nicht einfach. Also schön. Ich fahre die Reaktoren herunter. Da die Legacy weg ist, treiben wir sowieso nur herum. Doch bevor du mich von Ikandel verhaften lässt, will ich dir zum Abschied noch was sagen. Ob du es weißt oder nicht, du bist ein verdammt guter Pirat. Es liegt dir im Blut. Irgendwann wird dich das alles einholen. Und ich warte dann in meiner Zelle mit einem Wissenden. Hab ich's dir doch gesagt. So, okay. Also, optional, deaktiviere das Shinya Force Bombe. Wo kann ich das deaktivieren? Wo geht er hin? Delgado, kann ich nochmal mit ihm reden? Geh, du hast mir schon alles andere genommen. Lass mir wenigstens einen Moment meinen Frieden. Okay, gut, ich lasse dir deinen Frieden eben. Wo kann ich die Bombe deaktivieren? Medipack, dann nehmen wir mit. Wirf endlich was von dem Kram weg. Hör auf zum Meckern. So, Delgados Computer. Hier, Sicherheitssteuerung. Abriegelung aktivieren. Nö. So, Bombendings. Bombe entschärfen. Ah, nice. Bombe scharf machen. Oh, ich kann ihn jederzeit hier, Aquila City, der Pirat und der Dieb. Porter hat mir einmal erzählt, was der Unterschied zwischen einem Piraten und einem Dieb. Achso. Ich dachte, da gäbe es jetzt was Neues über uns. Warte, da haben wir uns safe. So, der passt hier irgendwo rein. Warte mal, der passt hier rein. Der passt hier rein. Dann würde ich den vielleicht hier entstecken. Nein. Okay, dann. Ich guck mal, ob es hier irgendwo eines mehr Sinn machen würde. Vielleicht der hier. Der geht nur da. Dann muss ich damit zusehen, dass ich die anderen da bedecke. Was nicht funktioniert. Oder damit. Der wäre hier möglich. Dann, wenn ich zu dem hier gehe. Ja. Okay, nice. Das klappt. Zumindest hat es. So, hier klappt es nicht. Hier könnte es klappen. Hier nicht. So, dann haben wir den hier noch. Jo, perfekt. Dann haben wir hier noch die Dinger. So, und hier, die Meistertür. Die will ich auch noch knacken. So, der passt hier nicht rein. Der auch nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich kann jetzt hier nur die beiden Einer nehmen. So, der passt hier safe rein. Wenn ich den hier hinsetze. Oh, warte mal. Der war jetzt da. Okay.
Nee, der wäre keine gute Idee für hier. Was wäre damit? Der könnte hier rein. Der passt hier nirgendwo rein. Der passt hier rein. Ja. So, der könnte hier reinpassen. Nehme ich den dahin und den hierhin. So, der könnte hier rein. Für hier. Und der könnte für hierhin. Nice, okay. Haben wir geknackt. Und da haben wir noch eine Slate. Was hält die Zukunft für die Crimson Fleet bereit? Oh, es wird sich was ändern, Gale. Gewaltig. Die Crimson Fleet wird in diesem kleinen Spiel zwischen den Mitgliedern der besiedelten Systeme bald ganz oben mitspielen. Eine mutige Aussage. Kannst du das etwas näher ausführen? Sagen wir einfach, dass ich kurz vor einem Riesending stehe, das alles andere komplett verblassen lässt. Darüber hinaus musst du einfach abwarten. Wenn du keine Details nennen willst, warum gewährst du SNN dann ein Interview? Ganz du hast die Bombe einfach, also entschärft. Damit die User dann sagt deinem Commander, ich komme friedlich mit. Deal ist Deal. Kann, als hätten sie die volle okay. Ja, was? Das haben sie nämlich ganz gewiss nicht. Ja. Endlich sind die mal da. Endlich sind die mal da. Ich habe jetzt ewig gewartet. Ich weiß, die Sisterf hat dir befohlen, das Treffen in die Länge zu ziehen. Aber ich fasse mich kurz. Ich will dafür sorgen, dass die Crimson Fleet zum schlimmsten Albtraum der United Colonies wird. Alle tot. Ich habe alles alleine gemacht. Ihr wart gar keine Hilfe, ja. Okay, komm, wir gehen jetzt ein bisschen schneller. Manch einer würde dir widersprechen und sagen, dass dieses Interview nur Prahlerei ist oder gar der Rekrutierung dient. So, also jetzt auf zur Vigilance, würde ich sagen. Vermuten. Schließlich ist SNN in jedem Winkel der besiedelten Systeme zu empfangen und deine Pläne könnten richtungslose Menschen zur Fleet treiben. Du und die so. Schlafschafe, die sich deinen Müll anhören. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Wenn du solche Angst davor gehabt hättest, was ich sage, und abdocken. Alle Anzeigen auf grün. Ich ramm auch immer wieder das Ding hier. So, aua. Wo muss ich hin? Da. Und dort andocken. So, besser da. Luftdruck, Dichtungen, Schiffsintegrität. Jetzt will ich wissen, was Ikambe jetzt sagt. Dann haben wir jetzt die nächste große Questreihe hier auch schon gleich. Eine Menge Erinnerungen bei mir. Du hast dir heute deine Flügel verdient. Danke. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Es gab heute viele Helden. Und wenn man vom Teufel spricht. Stark, wie du die Piraten erledigt hast, Renegade. Okay, Renegade ist jetzt mein Operationsname. So. Wow. Danke. Wir können uns wohl beglückwünschen. Durch diesen Schlag ist das Ende der Crimson Fleet so gut wie besiegelt. Aber so sehr ich auch mit der Siegesfeier anfangen will, streng genommen müssen wir die Operation erst noch abschließen. Und in diesem Sinne, Lieutenant, was gibt es Neues? Commander, die Berichte treffen ein. Delgado und Shinya Foss wurden gefangen genommen. Zudem sichern unsere Leute jetzt den Schlüssel, bis die United Colonies entschieden haben, was damit geschehen soll. Und Neva Mora?
Soweit wir wissen, führte Neva einen Angriff auf die Vigilance an. Seitdem haben wir sie leider aus den Augen verloren. Sieht aus, als wäre sie entkommen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt, aber ich habe ein Einsatzteam darauf angesetzt. Alles in allem ausgezeichnete Nachrichten, Lieutenant. Ich muss zugeben, dass mir zum ersten Mal in 7 Jahren die Worte fehlen. Was ist mit dir? Das war sicher nicht leicht. Bist du noch bei Kräften? Ich bin zu Tode erschöpft. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Ich bin stolz auf meine Entscheidung. Sorgst du dich um Neva Mora? Es wäre mir natürlich lieber, wenn wir wüssten, wo sie ist. Schließlich war sie die zweite Befehlshaberin der Fleet. Aber sei vorsichtig. Sie vergisst sicher nicht, wem die Crimson Fleet ihren Untergang zu verdanken hat. Ruinieren wir nicht den Augenblick, Jillian. Das ist ein wirklich schöner Moment für dich. Habe ich recht? Ich bin zu Tode erschöpft. Das kann ich mir vorstellen. Dieses Doppelleben muss extrem aufreibend gewesen sein. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast. Also, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Etwas, das ich schon seit einer Weile vorbereite. Es war nicht ganz leicht, aber ich habe beim Mast ein paar Gefallen eingefordert, damit du deinen Anteil am Vermächtnis erhältst. Mein Belohnung, Zeichen der Wertschätzung, wie auch immer du willst. Doch du hast dir jeden einzelnen Credit verdient. Das Ende der Crimson Fleet zu erleben, ist eine feine Sache. Ein riesiger Haufen Credits ist jedoch auch nicht zu verachten. Ich habe Dinge getan, die keine Belohnung verdienen. Gehörte das Geld nicht ursprünglich dem Freestar Collector? Ja, ist das eine gute Frage. Ja, schätze schon. Doch selbst wenn das Geld je zu seinen rechtmäßigen Besitzern zurückkehrt, wovon ich ausgehe, würden sie dir sicher einen Anteil abgeben. Danke, das ist wirklich großzügig. Danke mir noch nicht. Hätte ich allein entschieden, würdest du deutlich mehr bekommen, als sie dir geben. Vergiss uns einfache Leute nicht, ja? Jetzt, da du reich und berühmt bist. Decorum, Lieutenant. Oh Mann. Wie viel kriege ich jetzt? Vermissen. Du bist inzwischen ein wichtiger Teil unseres Teams. Ohne dich wird es nicht mehr wie früher sein. Aber wenn du bei uns bleiben willst, kann ich dir Zugang zur Auftragsbörse der Systev geben. Das heißt, falls du es noch länger auf der Vigilance aushältst. Es wäre mir eine Ehre, weiter mit euch beiden zu arbeiten. Ich werde es mir überlegen. Ich will nicht mehr den Polizisten spielen. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Freut mich, dass wir dich nicht vergrault haben. Genug geredet. Du hast eine Pause verdient und solltest das erstmal feiern. Hier ist dein Lohn, wie versprochen. Wie viel kriege ich jetzt? Wohin es dich auch verschlägt. Meine besten Wünsche begleiten dich. 250.000 kriege ich? Was? Wir sind schon bei fast 6.000. So, aber warte mal. Wir hatten hier auch noch eine andere legendäre Waffe bekommen. Demoralisierend optimiert AA-99. Den würde ich gerne gegen, wo habe ich den? Gegen den hier austauschen. So. Da haben wir schon mal eine legendäre Waffe jetzt mehr. So, ich würde jetzt, sonst habe ich nichts legendäres. Hier habe ich auch alles legendär. So, hier gibt es nichts Legendäres, kann das sein? Sister Officer von Mel. Hier, Weltraumschurke. Piraten selber Rassler, Piratenkapitän. Der sieht aber auch cool aus. Den würde ich auch gerne eigentlich haben. Arztkleidung, Mode. So, Ressourcen haben wir auch wieder. Genug, sagen wir so. Ja, Berichte vom Systev-Angriff auf den Schlüssel. Die Gesichter der Piraten gesehen, als sie gemerkt haben, dass du für uns arbeitest. Wo geht Sarah hin? Ja, dann mit dem Anblick würde ich sagen, machen wir Ende für heute. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.